So, hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagabend hier im Discord, als auch auf Twitch, bzw. im Discord konnte man uns ja gerade schon ein bisschen im Vorabgeplapper ein bisschen zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben heute das allererste eher vtuber interview zusammen mit der guten Karin, aber zuerst ähm, kurze Vorstellungsrunde insgesamt. Mein Name ist Hamurate, auch kurz einfach nur Hamu. Ich bin hier mehr oder weniger der Host, sage ich mal. Und ähm, einer der zwei Admins vom Discord bzw. Ähm, VTuber-Fan-Discord, so rum. Und genau, mich sieht man hier auf Twitch, die anderen sieht man leider nicht auf Twitch. Aber man wird sie zumindest gleich hören. Und da wäre zum einen mein Co-Admin, der Kudo. Ja, das wäre er nicht. Ich bin, ähm, wie gesagt, der Co-Admin. Der zweite hier und ich bin heute bei dem kleinen oder etwas längeren QA dabei und freue mich schon darauf, Fragen zu stellen und auf die Antworten. Auf die Antworten sind wir wahrscheinlich alle gespannt. Und die Antworten werden stammen von unserem Ehrengast, der Karin von Nachtigall. Herzlich willkommen. Hallo! <laughs> Schön, schön, dass du aufgestanden bist für uns. <laughs> Aber sehr gerne doch. <laughs> schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wir freuen uns sehr auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir werden jetzt schön zumindest eine Gruppe Stunde lang Spaß haben. Also, Kuro und ich haben uns zumindest sehr viel Mühe gegeben hier bei der Fragenauswahl und Drum und Gleichen. Und genau, wenn wir schon bei den Fragen sind, ist es natürlich euch natürlich offengestellt, ebenfalls Fragen stellen zu können. Hier äh, im Discord gibt es extra einen Fragen-Channel, da könnt ihr eure Fragen reinschreiben. Und wir werden die dann nach bestem Wissen und Gewissen dann, wenn es gerade thematisch reinpasst, ähm, hier mit reinschmeißen. Und ansonsten natürlich auch bei mir hier bei Twitch auch möglich. Wobei, nehmt es mir bitte nicht übel, ähm, da ich muss hier mehrere Monitore beachten. Discord wird fragentechnisch vorgehen. Aber ist alles gar nicht mal so schlimm. Und wir kriegen das alles relativ geschmeidig in die Reihe, da muss sich keiner hintergehen fühlen. Und ähm, ich würde sagen, wir machen es mal so, so, so ein Auflockerer. Und ich würde dich bitten, Karin, die einfach noch mal bitte kurz vorzustellen. Jo, alles klar. Ähm Jo, moin, moin, liebe Leute äh, an alle, die zuhören. Ich habe gerade nur ähm, Discord bei mir auf dem Bildschirm. Auch hallo an, äh, alle an Twitch. Geht schon gut los, ich kann schon kein Deutsch mehr. Ähm <laughs> ja, ich bin Karin. Ich bin eine deutsche VTuberin. Ähm, ich mache auch ein bisschen Content, also demnächst zumindest auf Englisch und Japanisch. Und ja, was mache ich so? Ich hatte mein offizielles Debüt erst vor ein paar Tagen. Ähm, deswegen. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt noch nicht so viel bei mir auf dem Channel, aber was ich mache, ist eigentlich alles Mögliche, was mit japanischer Popkultur zu tun hat, mit der japanischen Sprache, japanische Kultur an sich. Ich möchte einfach das alles ein bisschen den deutschsprachigen VTuber-Fans, Anime-Fans, Japan-Fans ein bisschen näher bringen und ich hoffe, das gelingt mir und ja, das bin ich. Vielen, vielen Dank. Da waren schon ein paar interessante Informationen mit dabei. Ähm, muss mal kurz gucken. Ach, das Bild habe ich schon offen. Ich bin doch ein Dödel. Okay, ähm, dann kommen wir nochmal zur ersten gewöhnlichen Frage. Und zwar, fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bist du denn auf YouTube aufmerksam geworden und was hat dich dazu bewogen, es denn selbst zu machen? VTuber haben bei mir angefangen, ähm, muss so 2017 gewesen sein. Ich glaube zu meinen, es wäre der Mai oder so gewesen. Ähm, hat damals angefangen mit der großartigen Kisonai, die ähm, ja, äh, ohne die wahrscheinlich die meisten von uns äh, gar nicht erst auf das Thema gekommen wären. Ähm, ich fand einfach. Ich weiß nicht, ich war einfach sehr fasziniert von dem Format. Also, ich glaube, das erste, das erste Video, was ich gesehen hatte, ähm, boah, das ist eine sehr gute Frage. <laughs> also, das erste, woran ich mich so richtig erinnern kann, war, glaube ich, da hatte sie dieses Spiel auf Google gespielt, ähm, wo man, ne, wo man was zeichnen muss und äh, hier die künstliche Intelligenz, die versucht, es zu erraten, was es ist. Ähm, mhm. das, war einfach, das war einfach mega witzig. Und ähm, natürlich durch die Memes, so von wegen, ähm, wo sie auf äh, Englisch flucht und so weiter. Ich zitiere es mal nicht, <laughs> aber äh, <laughs> ihr, ihr hört es wahrscheinlich alle. Ich habe den Kanal auf 18 so. gestellt. <laughs> Fuck you! <lacht> 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 ähm, ja, dadurch kam ja immer mehr auf, ähm, dadurch wurde sie auch immer mehr... Einfach unter englischsprachigen Leuten berühmt generell international und so weiter und mich hat das mich hat das so gepackt. Ich wurde dann zum Teil ein kleiner Teil auch ähm, der Übersetzungs-Community, die es da um sie herum gab und ähm, ja, ich, wer wer wollte denn nicht schon immer mal Anime werden, ne? <laughs> ich glaube, ich glaub, das war echt so der der ausschlaggebende Punkt. Ne, man sieht das und man denkt sich so. Ja, das sieht doch witzig aus, ne? Ich, ich, will, ich will auch Anime-Charakter werden. Und ähm, ja, so bin ich irgendwie drauf gekommen. Das ist die angenehme Art, Easy-Kite zu werden, ohne von Truckcoon überfahren zu werden. Ja, bitte, bitte, bitte noch kein Truckcoon. Aber <laughs> ich meine, ich, äh, ich bin natürlich unsterblich, ne? Also äh, kann mir nichts tun. Aber ich gehe auch nicht aus dem Haus, ne? Von daher, alles safe. Ja, genau, du hast dich ja als, als hikikimori vampir mehr oder weniger vorgestellt <laughs> auf Twitter. <lacht> 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 Das ja, ist natürlich, <laughs> das, 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 das spricht natürlich auch schon gewisse Bände. <lacht> <lacht> ja, ähm, Hashtag Relatable für, für ein paar Leute, glaube ich. Wobei momentan sowieso, aber ähm, gehen wir mal nicht näher drauf ein. Ja, um, um jetzt, das jetzt, jetzt in den Alltag abzuschweifen zu wollen, aber ich sag mal so: jetzt die aktuelle Zeit war für manche wahrscheinlich nicht ganz so schwierig. <lacht> <lacht> aber gut, aber gut. Aber 2017, das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr früh. Also das ist ja weit, sage ich jetzt mal, bevor jetzt der Hype, der jetzt 2019 losgetreten worden ist, ähm, ja, ins Rollen gekommen ist. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr. Ja, ich, ich glaube, es war über Twitter oder so. Ich glaube einfach, ähm, dass ein Kumpel von mir, glaube ich, so ein so Eye-Clip retweetet hat. Und ich habe mir den angeschaut und habe mir gedacht, okay, was ist das denn? Finde ich witzig. Ähm, war ja, die, die Macht des Internets, ne? Die Macht des Internets, wohin an, ja. Ähm, die Frage habe ich jetzt gerade gar nicht ähm, auf, auf dem Papier stehen, aber mir, mir kommt sie trotzdem gerade. Deswegen vergib mir, wenn ich jetzt mal hier das Skript mal kurz überspringe. Das wollten <laughs> wir ja. Ähm, weil Kiesenei war ja schon sehr 3D-lastig, sage ich mal, und momentan sind wir ja eher Richtung... Äh, 2D, beziehungsweise so einem Mix. Äh, ist ja, das hat ja sehr stark äh, live to d vorangebracht, sag ich mal. Ähm, hast du lieber ein 2D oder so ein 3D-Model? Was, was ist dir da persönlich lieber? Du trittst natürlich jetzt hier mit einem 2D-Model auf, aber äh, 3D auch was für dich? Ähm, also, ich kann soweit schon mal sagen, ich weiß, wie es ist, mit 3D zu arbeiten. Ähm, einmal mit hier kompletter. Uh, VR-Ausstattung, also hier ich hatte mal, ich hatte mal eine Vive und so und habe da auch ein bisschen VR-Games und so gezockt und so weiter und auch ein paar Videoaufnahmen und so in der Richtung gemacht. Es ähm, ist halt sehr anstrengend, ähm, wenn du dann überlegst, du hast ja hier irgendwie so ein, so ein Headset auf dem Kopf oder so ne, und ähm, musst dann irgendwie oder willst äh, natürlich ähm, keine Ahnung zwei drei Stunden am Stück streamen ne, da ähm, ja, da hast du Kopfschmerzen hinterher. Ne? Also es ist, es ist auch mit viel komplexerer Technik verbunden und so weiter. Von daher, es ist schon cool, es ist extrem cool, finde ich, was man damit machen kann, auch in Videos und so weiter. Es ist aber, ne, es ist anstrengender, es ist viel techniklastiger, es ist viel anfälliger für äh, technische Schwierigkeiten. Und gerade wenn man. Ähm, hauptsächlich allein an seinem Zeug arbeitet, ne, ist natürlich ähm, ist die Frage, kann man sich das leisten, äh, hält man das nervlich aus? Ne? Momentan muss ich sagen, ähm, 2D kommt mir ganz recht. Äh, 2D finde ich äh, finde ich top. Ähm, ist natürlich ein bisschen limitiert, so in manchen Dingen, die man vielleicht gerne machen möchte. Ähm, es gibt ein es gibt auch Programme, die ganz gute Zwischenlösungen bieten, wo du dann zum Beispiel mit ähm, mit 3D auch so ein bisschen deine Handbewegungen zeigen kannst und so weiter, ohne dass du jetzt äh, mordsmäßig VR brauchst oder so, weil es über die Webcam funktioniert. Ähm, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ähm, momentan würde ich sagen, 2D. 2D finde ich ganz gut. Ähm, 2D ist auch, ähm, wie soll ich sagen, in 2D kommt auch der, der Zeichenstil des Künstlers immer nochmal auf eine ganz andere Art und Weise rüber als jetzt in 3D. Und ich bin einfach. Ich bin einfach ein 2D-Fan. Ich bin auch, ähm, was Games betrifft, ein Pixel-Fan. Ne? Also alles, was so ein bisschen so 2D, ein bisschen oldschool vielleicht mittlerweile ist. Keine Ahnung. Obwohl es eigentlich mit 3D angefangen hat, hat 2D so ein bisschen so ein, so ein oldschool-Vibe, glaube ich. Ähm, Gerade bei westlichen VTubern. Ähm, bin ich persönlich ein Fan davon, mag aber beides, je nachdem, wie es umgesetzt ist. Ähm, ich schweife immer ab. <laughs> Unterbrecht mich einfach. <laughs> <nicht zu sehr. lacht> bin ich irgendwie zu sehr. Äh, irgendwelche Höhenschwebe, die gar nicht äh, beabsichtigt waren mit der Frage. aber ähm, Ich sag's mal so, du hast einen Nachfolger-Stream, nicht ich. <lacht> 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 ähm, ja, momentan, momentan 2D. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. <laughs> genau. Um <es> zu <laughs> ja, 2D ist natürlich so, was, was du schon angemerkt hast, technisch das so ein bisschen vergibt mir. Also vorhin war ja von, ähm, von, von HoloLife Japan, ähm, 3D-Debüt von Polka. Ja, ich liebe Polka. <laughs> und da hat man auch teilweise gemerkt, 3D ist zwar ganz lustig, aber manche Verrenkungen sehen halt schon ein bisschen seltsam aus. Also da ist die Technik dann noch nicht so ganz, wobei die natürlich bei Cover noch mal eine ganz andere eigene Technik haben, ganz anders fortgeschritten. Das aber man, man merkt halt trotzdem mit unser, es wirkt halt so ein bisschen, ein, bisschen, also ein bisschen abgehakt und nicht so wirklich ganz, ganz sauber. Und 2D, da ist halt alles relativ. Nufig und, und vergebens, sage ich mal, ja. Also da kann man eigentlich, dass also man nicht, nicht so viel falsch machen und das sieht halt immer gut aus. Ja, es ist auch, ist natürlich auch die Frage, ne? Bist du, bist du Indie und machst das bei dir zu Hause in der Wohnung, ich meine, in deine, deine virtuellen Umgebung oder ähm, hast du eine Firma im Rücken, die dir ein komplettes Studio bieten kann mit der kompletten Ausstattung und so weiter. Ähm, von daher, ja, muss man, muss man wissen, was sich für einen lohnt, denke ich. Genau, genau. Gut, ähm, Kudo, möchtest du die nächste Frage stellen? Ja, weil wir es ja gerade von ähm, der Firma hatten, die man im Rücken hat. Was hat dich denn jetzt eigentlich dazu angetrieben, dich da wirklich bei einer Agentur anzumelden und zu unterschreiben und das nicht selbstständig zu machen, wie ja viele Indie-VTuber? Ähm, bei mir ist es hauptsächlich dadurch motiviert, dass ich, ähm, also ich arbeite schon hauptberuflich in einem kreativen Bereich und meine Tage sind... Äh, sehr, sehr, sehr ausgefüllt. Ne? Mein Zeitplan ist immer voll. Ähm, Außer also jetzt heute. heute. Heute ist chillig, heute ist Sonntag. Ähm, und ich wollte das machen, aber ich konnte es einfach, ich konnte es irgendwie nicht mehr rechtfertigen, ähm, in meinem Zeitplan irgendwie noch mehr, noch mehr Zeit für sowas freizumachen, wenn ich ähm, so wenn ich die Option gewählt hätte, zum Beispiel alles selber zu zeichnen, alles selber wirklich komplett zu managen. Ähm, und deswegen hatte ich mir einfach gedacht, ja komm, ähm, nimm doch einfach mal Kontakt auf, versuch's doch einfach mal. Und ähm, wenn die Kommunikation untereinander stimmt, sage ich mal, dann mach doch mit. Und so kam es jetzt. Ne? Ich habe einfach, ich habe relativ locker geschrieben. Ich habe eigentlich nicht mit einer Bewerbung oder mit so einer Audition angefangen, sondern eigentlich mehr so Interessehalber Kontakt aufgenommen. Ich wollte so wissen, ja, hm, was ist denn das? Ne? Also damals, wo ich geschrieben hatte. Ähm, wie soll ich das sagen? Also ich meine, jetzt zum Beispiel sehen ja die Leute, oh, ich hatte mein Debüt, da, da passiert was. Als ich geschrieben habe, war das mehr so, okay, das ist komplett neu. Wie sind die Leute denn da so drauf? Und ja, nach ein paar Gesprächen kam es dann aber dazu, okay, finde ich cool, lass uns das probieren. Die Chemie stimmt, machen wir. Ja, das ist schon in, auch schon in deinem Debüt verraten, dass du da sehr locker rangegangen bist. <lacht> <lacht> da habe ich alles mal aufgeguckt, ja. Ich komme persönlich aus dem IT-Bereich und da ist mir auch relativ locker drauf. Aber ich sag mal so, die Bewerbung wird da doch erstmal mit äh, sehr geehrte Damen und Herren begonnen. Nicht bei mir, nicht bei mir. Ich war so, ey. <laughs> ja, ich hatte, ich, wie gesagt, deswegen, ähm, es war ja auch, dass ich einfach anders rangegangen bin. Ich habe erstmal als VTuber-Fan geschrieben, ne? Aber ganz ehrlich, ähm, wenn ich wenn ich an so ein junges an so eine junge Szene, an so einen jungen Trend wie VTubing denk, dann bin ich, glaube ich, auch so einfach eher der Typ, der meint, komm, jetzt machst du mal locker. <laughs> sehr schön, sehr schön. Ähm, wie du ja gemerkt hast, momentan sind ja so die VTuber so ein bisschen am Boomen. Und bist du jetzt so ein relativ frisch, jetzt sage ich mal, mit, mit dabei, mehr oder weniger. Ähm, aber für diejenigen, die sich vorstellen können, selber zu VTuben. Hättest du schon Tipps parat? Gibt Dinge, wo du dir denkst, ja, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich es anders gemacht? Ähm. Um, hm. Die Frage ist tricky, also, ich weiß. Das ist, es ist immer schwer, ne, weil es, ähm, man muss eigentlich sehr ins Detail gehen und jeder ist da ein bisschen anders, jeder hat so andere Bedürfnisse und Ziele, was ähm, Streaming oder YouTubing, Twitch, was auch immer betrifft. Was ich. Was ich vielleicht raten kann, ist sich wirklich ähm, bewusst zu sein. Ja, was will ich denn eigentlich damit? Also man muss ein bisschen, glaube ich, anders an die Sache rangehen. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich will, ich will das professionell machen. Ne? Ich möchte wirklich, dass das meine Karriere wird. Oder sage ich einfach, ja, so also ich finde, ich finde das sieht ganz witzig aus und ich möchte einfach mit ein paar anderen VTubern zusammen Minecraft zocken oder so. Ne? Das ist ähm, zum einen, denke ich. Ähm, sollte man sich da sehr bewusst sein, ähm, die Erwartungen dementsprechend auch anpassen. Ähm, wer jetzt zum Beispiel, ne, sagen wir mal, wer jetzt HoloLive schaut und wer diese, diese Subscriber-Zahlen und diese Superchat-Zahlen sieht und sich denkt, boah, das mache ich jetzt auch. Ähm, schwierig, ne? <laughs> also, man, ich denke, man muss realistisch an die Sache rangehen und einfach auch, ja, seid dir bewusst, warum mache ich das? Da ne? will ich einfach ein bisschen, bisschen Spaß haben, weil dann. Dann kann ich auch ähm, zum Beispiel Vroid oder sowas runterladen und mir selbst schnell ein Model zusammenbasteln. Also nicht schnell, aber ihr wisst, was ich meine. <laughs> ähm, und ja, wie gesagt, das ist, das ist schwierig, weil einfach jeder so individuell an diese Sache rangeht. Aber ähm, ich würde es einfach mal versuchen, versuch einfach mal mit wenig Kosten, sage ich mal. Okay, mag ich mag ich es überhaupt ähm, Streamer zu sein? Mag ich es überhaupt YouTuber zu sein? Wie gehe ich damit um? wenn ich in einem Stream bin und ich habe null Zuschauer oder so. Ja, das, das kann passieren. Ähm, wie komme ich eigentlich mit anderen Leuten klar? Ähm, bin ich wirklich bereit, mir, ne, mit, mich auch mit irgendwelchen technischen Schwierigkeiten oder so auseinanderzusetzen? Ähm, einfach mal probieren. Am besten so mit Möglichkeiten, mit die erstmal nichts kosten. Da gibt es genügend. Es gibt ja hier, äh, du benutzt ja auch OBS ne, für Stream. Dann kannst du dir v runterladen und kannst dir so ein kleines VTuber-Modell machen. Ähm, einfach einfach machen und schauen, wie es läuft. Das ist, das ist glaube ich, das Wichtigste. Mach, mach es wirklich, probier es aus, sieh zu, wie es läuft, krieg ein Gefühl dafür und dann kannst du immer noch deine Ziele anpassen, je nachdem, ne, wie es dann läuft. Das ist eine sehr optimistische Antwort. Super, danke schön. <lacht> <lacht> einfach machen, einfach, einfach machen. Nee, mach nicht. <laughs> einfach machen, denk drüber nach, mach einfach. Ja, mh. Es ist irgendwie, also ich meine, ich arbeite, wie gesagt, auch in einer anderen kreativen Schiene und da sage ich den Leuten auch immer: mach einfach mal, mach einfach mal, weil dann siehst du auch die Seiten daran, die nicht so viel Spaß machen. Und das ist, okay, jetzt sind wir etwas weniger optimistisch, aber ähm, es gehört alles dazu. Ne? Und pff, ja, es gehört einfach, es gehört die volle Palette dazu, ne? Du, so, ist, ich denke, viele schauen sich heutzutage Streamer an oder YouTuber und so und denken sich, boah, das ist ja das ist mega cool, will ich auch machen. Aber man redet halt dann nicht drüber ne, über die technischen Schwierigkeiten. Man redet nicht drüber, wie man ständig verfügbar sein muss. Man redet nicht drüber, ähm, dass auch die Hater irgendwann kommen ne, und dass das, wenn man das alleine als Einzelperson macht, ähm, das ist schon das erfordert einiges von einem, sage ich mal. Deswegen einfach mal ausprobieren, schauen, wie es läuft. Ähm, sich mit Leuten vernetzen und zwar, ich würde sagen, sich wirklich auch Freunde suchen in, diese, in dieser Community, in der man sein will, weil ohne gegenseitige Unterstützung, würde ich fast behaupten, geht es eigentlich nicht. Wenn du gerade gegenseitige Unterstützung gesagt hast, ähm, freut dich denn, dass jetzt so viele äh, YouTuber im deutschsprachigen Raum aufploppen, sage ich mal? Weil ähm, ich habe es neulich mal auf, auf dem Server hier mal angemerkt gehabt, vor drei Monaten hätte ich vielleicht. Fünf Leute aufzählen können aus dem deutschsprachigen Raum, die VTuben. Ja, und äh, mittlerweile habe ich eigentlich vollkommen den überblick verloren. Ähm, ja, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, <laughs> Vor ein paar Monaten, ja, so, ich glaube, so drei Monate ungefähr ist echt so dieser Zeitraum, wo es plötzlich angefangen hat, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen eskalieren, ne? Aber Panik! Ähm <laughs> wow, <laughs> <laughs> oh, die deutschen VTuber, oh nein. <laughs> Aber es, es geht schnell auf einmal, habe ich so das Gefühl. So, alle paar Tage komme komm ich dann wieder über einen Twitter-Account oder so, wo ich mir denke, oh, ich kann dich ja noch gar nicht. Was, du bist auch deutsch? Oh, oh cool. Oder deutschsprachig, ne? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist sehr gut, diese Community zu haben. Und ganz im Ernst, wenn ich nicht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es zumindest so ein, zwei andere Leute gibt, dann wäre es fraglich, ob ich überhaupt angefangen hätte. Weil, ist natürlich schwierig, ne? Man denkt sich am Anfang schon ein bisschen, hm. Will das jemand? Schaut das jemand? Äh, bin ich dann da ganz allein? Habe ich dann da Leute, mit denen ich mal Collab machen kann oder so? Und dementsprechend, ja, mich, mich freut es, dass das doch immer mehr Leute kommen, dass auch ein paar dabei sind, die wirklich, ne, wirklich sich auf deutschsprachigen Content konzentrieren. Und ähm, auch welche, die einfach international gehen und den Leuten sagen, ey, es gibt uns deutsche VTuber. Von daher, ja, ich sehe nur, ich sehe nur Positives dann Auch, ähm, wenn dann einer wächst, dann wachsen alle so ein bisschen mit, weil ich habe gestern zum Beispiel wieder eine Collab geschaut, ähm, mit Taida, Fuyomi und Mitsuki. Und dann, ne, sind immer Leute dabei, die sagen, oh, die beiden kannte ich ja noch gar nicht, da gehe ich auch gleich mal abonnieren, ne? Und so ist irgendwie, das ist einfach eine, eine coole, ganz gemütliche Community, die momentan entsteht. Genau, dann möchte ich dann ganz gerne ähm, kurz auch eine Frage vorziehen, die äh, für später geplant war, aber die ziehen wir jetzt einfach mal vor und die wurde auch schon ähm, in von der Community gestellt und zwar ähm, ähm, genau, wie stehst du zu Kollaborationen und welche Art könntest du dir vorstellen, beziehungsweise was wäre denn dein absoluter Traum in Bezug auf Kollaps? Traum bezüglich Kollaps. <laughs> ich denke, so ziemlich jeder, der jetzt mit VTubing anfängt, hat so seine Traum-Senpai, sag ich mal. Ähm. Boah. Was natürlich, also was auch manche Leute auch bei mir in den Kommentaren schon gesagt haben, äh, ist natürlich, manche fänden das sehr cool, wenn eine Collab mit Chiara irgendwann möglich wäre. Ähm, kann ich natürlich nur vollkommen zustimmen. Das wäre ein absolutes Highlight. Ähm, wen gibt's noch so? Wen gibt's noch so? Ähm, also eigentlich für meine richtigen Träume bin ich etwas zu, ähm, habe ich noch nicht so den Mut dazu, muss ich sagen. Selbst wenn ich die Möglichkeit jetzt dazu hätte, wäre es fraglich. Ähm, denn ich habe es vorher schon erwähnt, ich bin, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Polka. Ähm, ich mag auch Subaru gern, die jetzt ja auch, äh, hatte Kiara angekündigt, da, da macht sie einen Holo-Tag mit ihr, wo ich mir denke, oh mein Gott, oh mein Gott, das kommt alles zusammen momentan. Ähm, das sind so, ja, ich, ich habe so, hab so meine Träume, ob es, ob es denn funktioniert, ne? ob das überhaupt möglich wäre, ob ich überhaupt äh, mental bereit dazu wäre, das wirklich äh, <laughs> durchzuziehen und zu überleben vor allem. Ähm, das ist die andere Frage. Aber ansonsten, ähm, wenn wir mal davon absehen, ähm, ich träume auch so wortwörtlich eigentlich schon von Kollaps mit meinen äh, deutschen VTuber-Kollegen. Ähm, wenn ich da zum Beispiel im Kopf habe, ist die, die gute Teil da, die ich ja auch schon etwas länger schaue. Ähm, dann haben wir... Zum Beispiel Fuyumi und Aventis sind zwei, die offizielles Debüt zwar noch nicht hatten, aber die ich schon im Stream gesehen habe und die, ne, mit denen ich auch so schon ein bisschen geschrieben habe. Das sind so zwei, wo ich hoffe, dass man uns mal zusammen sieht, ähm, bei einem Spiel oder einfach beim Quatschen, wie auch immer. Ansonsten, ja, ich, ich liebe Collabs. Collabs sind, sind super. Ne? Ich, äh, auch manchmal, manchmal kommen einfach so Ideen wie. Boah, Among Us auf Deutsch muss man wieder sein. Da hatte ich, hatte ich eine Collab geschaut und hatte direkt Bock drauf. Boah, ich, ich will auch, ich will auch. Es ist einfach so, dieses, man, man sieht was, ja. man sieht entweder eine Collab oder man kommt mit einem anderen VTuber ins Gespräch und merkt einfach, boah, da ist, da ist gute Chemie miteinander. Man kriegt einfach so, ah, man hat einfach Lust drauf. Man, man, möchte, man möchte das einfach unbedingt mal ausprobieren. Das stimmt wohl. Ich glaube, so eine Art Schneeballsystem ist auch so dahinter. Also, ähm, man befruchtet sich ja mehr oder weniger gegenseitig. Und es tut auch für die eigene Bekanntschaft gut, für die Bekanntschaft anderer und ich denke mal, das ist eine gute Sache. Ja, genau, hatte ich vorher vor auch schon kurz gesagt. Ne? Also eigentlich, eigentlich gewinnen alle nur dran. Und für mich ist das ja auch cool. Manchmal ne, folge ich jemandem, eben weil du vorher auch schon gesagt hattest, es ist mittlerweile fast schon ja, recht unüberschaubar. Ne? Manchmal kommt wieder ein VTuber daher mit einer Collab wo ich mir denke, was, was, da ist noch jemand, den ich nicht kenne und spricht auch Deutsch, was? <laughs> das ist halt echt, boah wie es momentan läuft. Und ich bin ne, ich bin dankbar dafür, dass einfach das alle so ne, dass jeder in so einem anderen Eck irgendwo vernetzt ist und dass sich alle so gegenseitig ein bisschen kennenlernen. Noch ist es einigermaßen machbar, aber ich glaube irgendwann erreichen wir auch echt den Punkt, wo man sagt, man man kann gar nicht mehr alle kennen. aber ich versuche trotzdem weiter natürlich mich mit allen möglichen Leuten zu vernetzen ähm, und hoffe, dass da viele coole Kollaps daraus entstehen. Ja, das hoffe ich auch, ehrlich gesagt, beziehungsweise wahrscheinlich wie alle hier. Es <laughs> macht Spaß zuzuschauen, ja, gestern auch die Collab äh, von, von Taida mit Mitski und Fuyumi gesehen. Es hat immer lustig, äh, wie alle der Leute zusammen rumblödeln, sag ich mal. Das ist einfach das Wholesome. <laughs> das war auch gemacht, auch gestern. <laughs> ja, ja, ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir schließen den ersten Themenblock ab, Kode. Ich würde sagen, 1,5 äh, kicken wir erstmal, ja. weil wir sind nämlich zeitlich fast schon bei der Hälfte anbelangt und wir haben echt noch einiges hier auf dem Papier. Ähm, deswegen würde ich zum zweiten Block äh, schreiten. Und äh, möchtest du übernehmen? Ja, gerne. Ich hatte mich gerade ein bisschen in Zuhören verloren, deswegen. Also macht nichts, ja. Also ich, nicht ich, Wacke, ich, ja. ich, ich, ich ja. kann auch sonst gerne weitermachen. <lacht> <lacht> Also, zu deinem Debüt warst du ja sicherlich aufgeregt, hattest du ja auch schon erwähnt, dass du da ziemlich nervös warst. Ähm, hast du denn soweit deine Erwartungen erfüllt? Ähm, übertroffen, würde ich sagen. <laughs> ich, bin, ich bin nicht davon ausgegangen, ähm, wie viel waren es, irgendwie über 400 Leute, und das äh, ziemlich konstant durchgehend. Ne? Das war schon... Ähm, äh, ja, ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, was ich davon halten soll, weil das ist halt echt... Ähm, Gerade wenn du so überlegst, okay, deutsche VTuber ist noch relativ neu und dann der erste Stream, ne, es weiß noch überhaupt keiner so richtig, wer ich denn bin. Ähm, ja, definitiv, <laughs> definitiv übertroffen, die Erwartungen. Wenn, wenn ich kurz hier einhaken darf, gleich können wir das so wieder übernehmen. Ähm, ich habe mir den Debüt natürlich auch angeguckt und ich, ich schaue da immer so ein bisschen auf die Zahlen. Und ich glaube, das Maximum lag tatsächlich bei 462 Zuschauern. Mach du liebe Zeit. <laughs> An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Jo, äh, danke, danke, vielen Dank. Das eine Menge. Mhm. Ja, also du hattest ja auch in deinem Bücher ja schon angesprochen, was für Inhalte du dir vorgenommen hast. Könntest du vielleicht die Inhalte dieser Streams nochmal wiederholen und vielleicht noch etwas ausführlicher beschreiben, wie du sie dir vorstellst? Ja, natürlich, kein Problem. Ähm, also was der, der erste Teil ist das, was ich den Japan-Stammtisch nenne. Äh, Habe ich heute auch um 19 Uhr den ersten <laughs> Schleichwerbung. Ähm, okay. geht's <laughs> <I forget. lacht> Im Grunde geht es da eigentlich darum, so in gemütlicher Runde zusammenzusitzen ne, und einfach über alle möglichen Themen, die irgendwie Japan betreffen, zu quatschen. Also das kann Ne, von Popkultur, also Anime, Games, VTuber, hast du nicht gesehen, bis hin zu japanische Kultur, japanische Sprache, kann eigentlich alles Mögliche sein. So Hauptsache, ne, wir, wir Japan-Verrückten kommen zusammen und quatschen einfach mhm. ein bisschen. Ähm, ich habe es eigentlich so geplant, dass ich immer so ein bestimmtes Thema oder so eine Einstiegsfrage vorbereite und daraus schaut man dann einfach, ne, so wie entwickelt sich das Gespräch. Äh, je nachdem. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie macht denn der Chat mit, wie viele Leute sind es denn. Ähm, wenn es wieder ungefähr so wird wie beim Debüt, dann wird es schwierig, wirklich auf jeden einzugehen. Aber das, das ist eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass ich einfach auch etwas biete, was es in dieser weiten, weiten Welt der VTuber so vielleicht noch nicht gibt. Also einfach dieses Zusammenkommen mit einem VTuber, äh, auf Deutsch vor allem. Und auf Deutsch einfach über diese ganzen Themen zu reden und auch einfach die Möglichkeit haben, sich ein bisschen auszutauschen, dass sich da vielleicht eine kleine Community bildet. Ähm, das, das ist so mein Ziel damit. Der andere Teil des Contents wäre, also wenn man jetzt mal von Kollaps und so absieht und irgendwelchen spontanen Ideen, die manchmal entstehen, ähm, also was wirklich geplant ist, ist ein etwas größerer Fokus auf Sprachlernen an sich. Also hauptsächlich denke ich da natürlich an Japanisch. Ähm, zum einen muss ich noch mehr Japanisch lernen, noch viel, 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 viel mehr. Ähm, so, es reicht, um auch auf Japanisch zu streamen hier und da, aber wirklich ne, sicher fühle ich mich leider, leider noch nicht. Das heißt, zum einen möchte ich einfach meine Reise im Lernen ein bisschen teilen und auch anderen Leuten ein bisschen aushelfen, weil es ne, ist immer so ein hartes Stück, ne, wo, wo fange ich da an äh, und Kanji lesen und so, oh, das ist zu schwierig, habe ich überhaupt eine Chance? Ähm, und Einfach so dass ich einfach so kleine, so ein bisschen Unterricht mache, so in Anführungszeichen. Auch vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, was man, was man so alles machen kann. So man, man fängt an mit irgendwelchen Begrüßungen, so typischen Floskeln. Hallo, danke, bitte, tschüss. ne Oder wie lerne ich denn am besten? Oder welche Phrasen brauche ich denn, wenn ich in Japan Urlaub machen will? Ne? Also, das ist so ein bisschen. Ich, ich versuche eine Nische zu füllen für Leute, die Deutsch sprechen und VTuber mögen und irgendwie mehr Kontakt zu oder mehr, sich mehr zu Japan verbunden fühlen zu wollen. Und das ist, genau, das ist so der, der Oberbereich, sage ich mal, meines Contents und wie es dann genau läuft. Ähm, kommt drauf an, was so für Ideen kommen, kommt manchmal drauf an, was der Chat sagt, in welche Richtung die mich führen. Ähm, Hauptsache, es gibt so eine kleine, eine kleine Community. Unter uns deutschsprachigen Weebs, ne? dass man sich alle, dass, dass man sich ein bisschen austauschen kann im, im Kontext von VTubern. Das ist, das ist der Plan dahinter. Ja, wenn es recht ist, würde ich da jetzt auch gerade mal noch eine Frage vorziehen, die eigentlich für später gedacht war. Und zwar hattest du ja gerade schon angemerkt, du möchtest ja in deinen Streams teilweise auch Japanisch beibringen. Und dein Japanisch ist ja dann doch schon relativ gut für einen deutschen Muttersprachler. Und da hätte uns jetzt einfach interessiert, hast du dir das alles selber beigebracht oder hast du irgendwie Verwandtschaft in Japan, von der du das hättest lernen können? Ähm, es ist tatsächlich alles, äh, läuft alles in Eigenregie, wenn man davon absieht, dass natürlich äh, Leute im Internet irgendwo diese Materialien zum Lernen zur Verfügung gestellt haben. Aber ja, das meiste, ich war einmal in einem Kurs, ähm, als ich aber schon eine Zeit lang selbst gelernt hatte, einfach um mal zu sehen, wie es ist. Und. Ähm, ich versuche, glaube ich, das einfach ein bisschen zu vermitteln, wie es auch mir gegangen ist, denn ich bin nicht so der Typ, der so in einem klassischen Unterrichtssinn wirklich lernen kann, also auch mit anderen Leuten und dann in Gruppen. Und dann geht es mal zu schnell, mal zu langsam. Ähm, und jeder hat irgendwie auch so seine eigenen Ziele. Ne? Was will ich eigentlich mit, mit der japanischen Sprache anfangen? Will ich da leben? Will ich da einfach mal Urlaub machen? Ähm, dementsprechend versuche ich das ein bisschen. Genau, einfach meine Erfahrungen weiterzubringen, denn ich denke, man kann alleine sehr viel erreichen. Man muss eigentlich immer nur wissen, ne? wo, wo muss man schauen, wo kriegt man die Infos, die man braucht. Und ansonsten ähm, habe ich aber natürlich also äh, im Gespräch mit japanischen Muttersprachlern, mit Freunden, da natürlich die Gelegenheit zu üben. Also das muss schon sein, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich, ähm, also ich bin kein, kein Harfhöhner, ich bin nicht irgendwie halb Japanerin oder so und habe da keine Verwandtschaft, sondern es ist einfach... Ja, man, man sucht im Internet, man findet im Internet und irgendwie mit Trial and Error, wie es halt so läuft. Irgendwann klickt man ein paar Sätze zusammen und so läuft es immer weiter. Zum Japanischen, dann kommen wir dann auch nochmal explizit heute zu. Alles klar. Also wie du ja auch schon erwähnt hattest, wirst du ja heute Abend dann noch um 19 Uhr deinen ersten richtigen Stream nach dem Debüt haben und ähm, hast du auch schon hier irgendwie einen Zeitplan vorgenommen, wann du und wie du streamen möchtest oder machst du es einfach nach Gefühl? Ähm, das ist momentan, ich, ich bin einfach in einer Situation, wo ich leider keinen festen Plan machen kann, ähm, das äh, Überschneidet schneidet sich dann sonst irgendwann noch mit der anderen Arbeit, die ich zu tun habe und so weiter. Und bevor ich dann sage, ne, oh, sorry Leute, ich muss heute den Stream leider absagen, ähm, mache ich das lieber so, dass ich sagen kann, okay, es ist etwas ähm, ungeplant momentan, aber wenigstens sicher. Aber was ich denke ich doch sicher sagen kann, ist, dass es immer so eine Abend sein wird, dass halt äh, das jetzt nicht irgendwann ankommt. Ach übrigens und jetzt äh, erstmal um keine Ahnung, 10 Uhr morgens, wo alle noch irgendwie, keine Ahnung, Schule, Arbeit oder sonst was haben. Ähm, außer ich mache einen Stream, der ähm, für ein englisch- oder japanischsprachiges Publikum gedacht ist. Das ist einfach echt schwierig, ne? das mit Zeitzonen und so irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Vor allem, wenn man das nicht Vollzeit macht und da einfach ähm, diese Freiheiten hat. Aber ja, für das deutschsprachige Publikum kann ich zumindest garantieren, die Streams werden eigentlich immer Abend sein. Naja, so ein Weißwurst-Frühstück um 10 Uhr mit, 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 mit dir, das wird auch nicht nicht schlecht, oder? <laughs> ja, das ist auch das ist so eine Sache. Ähm, ich glaube, so Morgenstreams zum Beispiel, die funktionieren in Japan besser, weil zum einen, da, also da ist die Kultur einfach anders und ähm, die Netzabdeckung auch mobil. Also da ist es, glaube ich, viel gängiger, ähm, wenn man morgens irgendwie im Zug zur Arbeit sitzt oder so, da einen Stream zu schauen oder so. Ähm, da ist Deutschland ja leider, also kann leider nicht so mithalten mit den Handyverträgen und so weiter. Also, <laughs> vergleichsweise <m> <laughs> leider noch äh, mangelbar bei uns, würde ich sagen. Leider, leider, ja. <laughs> Wer weiß, vielleicht kommt es noch. Dank, dank VTubern. Wir, wir starten da was. <laughs> Ein mehr Push sorgen, ja. So, Kuro? Cool, oh? Jo. Ähm, machen wir 2.7 noch oder machen wir den Japanisch-Block? Ich glaube ja, wir sollten jetzt zu Japanisch. Yes! <laughs> yes! Also du darfst wieder übernehmen. Yes! So. Nun, ich muss mal anfangen mit meiner Leidensgeschichte. Mhm. Ähm, ich sag mal so, ich, ich bin jetzt ganz offen gesagt 34. Ähm, ich habe mit dem ganzen Japan-Gedöns angefangen, da war ich ungefähr 14. Hätte ich diese 20 Jahre genutzt, um vernünftig Japanisch zu lernen, dann wäre ich wahrscheinlich mit meinem Japanisch schon deutlich, deutlich besser. Jetzt hänge ich immer noch irgendwo auf N4, N5-Niveau herum. Ähm, was hat dich denn motiviert beim Lernen? Was, was, hat, was hast du dir gesagt? Ja, ich, ich, ich hab jetzt Bock drauf, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und egal was es irgendwie da so an schwierigen Dingen kommt, zieh es einfach jetzt durch. Ähm. Um ich denke, das war so, so ein Mischmasch aus einigen Dingen. Ähm, an einem Tag war es mal mehr die Motivation, an einem anderen mal mehr die andere. Ähm, es ist zum einen, also zum einen mag ich die Sprache einfach. Ich mag es einfach, sie zu sprechen. Ich, ich mag den Klang irgendwie. Ich habe ich hab das Gefühl, ich bin lockerer, fröhlicher oder so einfach nur dadurch, dass ich Japanisch spreche. Das ist ein sehr seltsames Gefühl, das ich ähm, nur schlecht beschreiben kann. Aber zum einen gab es das, zum anderen ist es auch so, ähm, ich will noch nicht äh, zu sehr ne, in mein äh, anderes Leben, sage ich mal, ähm, ich will da noch nicht zu sehr darauf eingehen, aber äh, ich kann sagen, es war immer mein Traum, ne, Manga-Zeichnerin zu werden. Und ich sage mal so, ich bin an dem Punkt, wo ich jetzt, okay, wenn wir jetzt sagen, Manga ist so schwarz-weiß und ne, von rechts nach links und so weiter. Streng genommen zeichne ich nicht Manga, aber ich lebe meinen Traum und natürlich gehört da irgendwie auch so. Für mich hat er immer dazu gehört, boah, es soll, es soll auch irgendwie in Japan, ne, ich möchte auch irgendwie in Japan bekannt sein. Also nicht, ähm, wie gesagt, ich rede jetzt auch nicht davon, hier 5 Millionen Subscriber und äh, hier der, der next, die, die next meistverkaufteste Person nach, äh, dem Künstler von One Piece oder so, keine Ahnung. <laughs> ähm, es geht einfach irgendwie darum, dass ich so ein bisschen meinen Traum leben kann. Das ist, glaube ich, das glaube ich so meine Top-Motivation. Warum denn? Warum denn auch nicht? Ähm, da ist mal angeschlossen auch hier eine Frage von Tanjiro gestellt worden. Wie lange lernst du denn schon Japanisch? Ähm, das, ist, das ist echt schwer zu sagen, weil ich weil ich nicht wirklich sagen kann, okay, ich lerne regelmäßig oder so. Ich bin da leider sehr, ähm, wie soll ich das sagen? <laughs> ich habe so, hab immer so Schübe, da mache ich mal das eine, dann mache ich mal das andere und dann ich kenne lerne das. ich mal ein bisschen mehr das und das und das. Ähm, von daher, ähm, das ist schwer, da eine Zahl drauf zu packen. Zum Beispiel, ähm, die zwei einfacheren Schriftsysteme, also Hiragana und Katakana, die habe ich vor vielen, vielen Jahren schon mal angefangen. Ähm, zu lernen, wie man die liest. Äh, dann habe ich Kanji einfach mal komplett übersprungen und Grammatik <laughs> hatte ich irgendwie auch nicht. Ähm, Grammatik hatte ich eigentlich auch überhaupt nicht im Sinn damals noch. Aber streng genommen hatte ich da eigentlich schon ein bisschen Japanisch gelernt. Ne? Das waren so Sachen wie: Am Anfang wollte ich wissen, wie schreibe ich meinen Namen auf Japanisch oder so. Ne? Das war einfach so: Boah, cool, ich weiß, wie das jetzt geht und so. Ähm, aber Grammatik war mir dann irgendwie doch noch zu viel und dann kam das eigentlich. Ich, ich sage immer so ungern streng, so, so ganz feste Zahlen, aber sagen wir mal von von ein paar Jahren, als ich dann das erste Mal auch wirklich in Japan war, ähm, beziehungsweise vorher einfach schon, als ich zum ersten Mal wirklich auch mit ne, wirklich japanische Freunde gefunden habe und mit denen einfach über diese Sprachbarriere einfach kommunizieren wollte, da war so das war, glaube ich, so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich nehme die Sache jetzt wirklich ein bisschen ernster. Jetzt, jetzt wird es mal Zeit. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich rede hier von ein paar Jahren, aber eben nicht regelmäßig. Also nicht so, dass ich jetzt wirklich sage, ich lerne streng jeden Tag eine halbe Stunde oder so. Das ist mehr so, mh, viel kommt auch einfach durch so ein bisschen Hintergrundgeräusche. So, ich höre ein paar Streams nebenbei mhm. für so Listening Practice. ne? <laughs> Ganz aufmerksam natürlich. Ähm, <laughs> Ja, keine Ahnung. Dann manchmal denke ich so dran: Wie habe ich denn Aussprache gelernt? Ich habe Anime-Songs gesungen. Ist das jetzt Zeit, die ich gelernt habe, oder ist das einfach Zeit, in der ich ne, Spaß hatte? Das ist schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen. Gehört alles dazu. Aber genau deswegen bin ich jetzt an so einem Punkt, wo ich sage: oh, ich, ich, ich kann diese Frage eigentlich gar nicht so richtig beantworten. Kein, kein Problem. Ja, ich meine, ich mein, es ist ja auch so, wenn du, wenn du lernen mit Spaß verbinden kannst, dann ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann. Mhm. Man, man lernt am besten, wenn man dabei Spaß hat. Ich glaube, das ist jetzt kein großes psychologisches Geheimnis und, und irgendwas, was man in irgendwelchen Lehrerzimmern oder sowas äh, <laughs> verbarrikadiert wird. <laughs> Aber wenn man Spaß hat, dann ist auch das Lernen <laughs> relativ einfach. Ja, deswegen sind, deswegen sind auch Leute mit so Interesse an Popkultur und so oft auch die, die dann gut Englisch können und so, weil die dann, keine Ahnung, Filme und Serien zum Beispiel auch auf Englisch schauen und einfach. Ne, nicht lernen so richtig, sondern halt einfach Spaß an der ganzen Sache haben. Und so kann das mit Japanisch auch funktionieren. Da ist halt nur die Barriere, dass du ähm, am Anfang erstmal nicht lesen und schreiben kannst. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich blöd. Aber ne, kann auch so in der Richtung funktionieren. Wohl ja, wohl auch. Ja, ja zwecks Lesen und Schreiben. Ja, ich habe neulich ähm, den ersten Teil von einer wöchentlichen Videoserie, die Riso macht, Riso von von Hololive Indonesia. Da ja, macht sie so fünfminütige Videos, ja, und, und versucht eigentlich so ein bisschen Indonesisch beizubringen. Ja, und der erste Mindblown ist halt, wenn man die Sprache lesen kann. <laughs> wenn, man die, wenn man die ganze Zeit irgendwie Japanisch vor Augen hat, ja, oder, oder Koreanisch oder Mandarin, ja, und dann hast du dann asiatische Sprache, die du einfach nur erstmal lesen kannst. Ja, du verstehst vielleicht erstmal nichts, aber du kannst es lesen. Das ist, wow! Wahnsinn. Das, ja. <laughs> ähm, was war denn beim japanischen der Aspekt in der Sprache, bei dem du gedacht hast, okay, das ist jetzt, das fällt dir jetzt besonders schwierig. Ähm, Kanji. <laughs> 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 wenn es um, um Dinge geht, die jetzt noch aktuell sind, dann definitiv Kanji. Ich kann einfach nicht lesen und schreiben auf Japanisch. Das ist das ist so, das ist definitiv die größte Hürde und so. Aber wenn ich an die Zeit davor denke, was so ähm, äh, was so der erste richtige Knackpunkt war. War eigentlich die Kultur zusammen mit der Sprache zu verstehen. Ähm, um das mal ein bisschen genauer zu erklären. Ähm, wenn man zum Beispiel daran denkt, okay, ich will jetzt von Deutsch auf Englisch übersetzen oder so, wenn du da Wort für Wort rangehst, dann ja, es klingt ein bisschen komisch und ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber du kannst irgendwie mitteilen, was du eben mitteilen willst. Ne? Ähm, und so funktioniert das bei vielen anderen Sprachen, keine Ahnung, Französisch, Spanisch. Ist immer ein bisschen verkorkst am Ende das Ergebnis, klingt so ein bisschen nach Google Translate äh, gone wrong, aber ne, man kann irgendwie sagen, was man will. Wenn du das aber, wenn du versuchst mit so einer, wenn du versuchst mit einer deutschen Einstellung an einen japanischen Satz ranzugehen, ähm, kannst du eigentlich vergessen. Weil allein diese, diese Art, wie man sich ausdrückt auf Japanisch, ähm, ist so anders, so geprägt ja. von der Kultur, wie die Leute einfach denken und so weiter, ähm, dass du, glaube ich, erstmal glaub erst checken musst, wie wie tickt man denn so in Japan generell? Ähm, deswegen ich kenne auch, ich kenne ein paar Leute, die haben einen Mord japanischen Wortschatz, die haben alle Grammatikregeln gelernt auswendig, können die die runterbeten, wenn du die drei Uhr um morgens aufwächst. Aber die haben irgendwie, aber die versuchen einfach noch mit deutscher Satzstellung ranzugehen. Und deswegen kannst du tatsächlich mit weniger, ich sag mal mit weniger Kenntnis aus jetzt äh, dem Grammatikbuch oder so kannst du ähm, fließender darüber kommen, wenn du einfach verstehst, wie man sich auf Japanisch ausdrückt. Also allein schon dieses, du sagst ja nicht immer, ich, du, er und so, das sagst du auf Japanisch ja. meistens gar nicht. Ähm, und wenn du solche Kleinigkeiten verstehst, dann, dann kommt dieses Puzzle immer weiter zusammen und du verstehst einfach, und du kommst auch im Lernen einfach schneller weiter, weil du verstehst, ähm, du andere besser verstehst, du kommst in einem Stream zum Beispiel eher mit, beim Hörverständnis und so weiter, du kommst in ähm, Unterhaltungen mit japanischen Muttersprachlern weiter, weil du nicht mehr so viele Missverständnisse hast. Und das ist, das ist, glaube ich, so der größte Knackpunkt, wenn wir nicht die Standardantwort hm, Kanji nehmen. <laughs> kann, ich, kann ich durchaus nachvollziehen, ja, ich. Man, man muss auch sagen, man sollte die Art und Weise, wie man Sätze bildet, beim Japanischen sehr schnell, ähm, also die bekannte deutsche Weise wegwerfen, weil. Wenn man das teilweise übersetzt, also dieses japanischen Satz, der da vollkommen Sinn ergibt und auch korrekt ist, ins Deutsche, dann klingt es halt einfach nur kaputt, weil halt einfach zig Dinge fehlen, die du halt im Deutschen benötigst, und dadurch, dass das mhm. Japanische sehr kontextsensitiv ist, kannst du halt Dinge teilweise da ausdrücken, wo halt da im Deutschen halt da irgendwas fehlt und sich einfach nur kaputt anhören würde. Von daher ähm, stimme ich dir da absolut zu. Wie ist es denn mit, mit dem Hörverständnis gegangen? War das, war das mal ein Problem für dich oder kommst du da relativ gut damit klar? Ich glaube, es kann tatsächlich für uns Weebs mal wieder ein Vorteil sein, wenn wir einfach, weil wir haben irgendwie so ein bisschen Hörverständnis, einfach allein schon durch Anime. Und da sagen manche immer so, äh, du kannst hier nicht Anime zum Lernen verwenden. Aber ich denke einfach dadurch, weißt du, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt spontan eine neue Sprache anfangen würde, dann wäre ich erstmal total überfordert, weil ich überhaupt nicht, weil ich gar nicht weiß, wie die klingt. Ne? Und wenn äh, einfach dadurch, dass man dass man in unserer Szene, sage ich mal, einfach so viel Japanisch schon gehört hat, einfach in, in Musik, in Anime, keine Ahnung, ähm, kommt man doch relativ gut rein, sage ich mal. Also es gibt jetzt noch genügend Leute, wo ich sage, boah, die reden so ohne Punkt und Komma, da verstehe ich gar nichts oder die haben so ein, die haben einfach so viel Slang, so viel Dialekt oder so, den ich nicht verstehe. Klar, gibt es immer wieder. Aber mh, wenn, jemand, wenn jemand deutlich spricht, dann komme ich da auch einfach eigentlich relativ, relativ gut rein. Und die meisten Leute... Haben eine ganz angenehme Art zu reden, sag ich mal. Auch unter den, unter den Streamern, definitiv. Ja, da bin ich, bin ich doch so ein bisschen, ein bisschen neidisch. Ja, Hörverständnis war immer schon mein Problem, auch schon im Englischen. <laughs> das immer ja, ganz das ist auch, ja, kommt doch immer drauf an, ne? Dann hast du mal hier Slang und da hast du irgendeinen Akzent oder Dialekt oder so und dann war nicht so schnell und dann kommst du gar nicht mehr hin. Und <laughs> ne? Das ist, ein, das ist im Japan-Urlaub immer mal ganz, ganz lustig, ja. Ein Kumpel von mir, ein Freund von mir, der hat ein sehr gutes Hörverständnis. Ähm, eigentlich auch primär sich durch Anime tatsächlich halt angeeignet. Und ähm, ich kann es halt so, so ein halbwegs lesen, ja. Also hier der, der läuft relativ gut, ein paar Kanji mhm. gehen auch. Und damit bist du eigentlich in Japan schon mal jetzt nicht mal so verkehrt dran, mehr, wenn du ein bisschen, ein bisschen weiter gehst. Und ja. das ist auch ganz lustig, ja. Wenn es halt irgendwie ums, ums Reden geht, ja, dann äh, ist er halt immer der Ansprechpartner, ja. Und sobald es irgendwas ums Lesen ist, dann bin ich halt dann hier, der, der vortritt. Das ist immer, wie so, so ein lustiges Tandem, das ist immer, immer dann sehr lustig. <laughs> ähm. Gut, ähm, die Zeit schreitet voran, meine Güte, verdammt. <laughs> Wie viel ähm, vergeht, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, dann dann würde ich sagen, dann lass uns hier von dem patch erstmal sein. Wenn wir dann noch Zeit haben, kann man immer noch da hinten noch reinschieben. Ähm, lass uns aber doch kurz über Videospiele reden. Aber sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, grundsätzliche Frage, ähm, welche Spiele spielst du denn gerne? Du bist zwar im Debüt schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ähm, da kannst du es generell jetzt einfach, einfach nochmal noch mal wiederholen und um, so sagen, was, denn, was du so aktuell gerne spielst, um, was du weniger magst und was so deine all time favorites sind, sage ich mal. Jawohl, ähm, ich bin mehr so ein Singleplayer-Mensch meistens. Also kommt darauf an, ne? manchmal, manchmal schiebe ich dann noch Among Us oder sowas rein, weil es halt einfach, weil es einfach mega witzig ist mit den richtigen Leuten. Aber ich bin oft jemand, der so. Ja, der sich gern wirklich in der Welt eines Spiels verliert. Also dafür sind RPGs natürlich top. Ich bin ein riesenfan der ähm, Tales of RPG-Reihe, kann Tales of Symphonia, haben viele mit angefangen. Ähm, die aktuellsten Tales of äh, Vesperia hat ein Remaster bekommen. Äh, nicht, nicht Vesperia. Doch, das war's. Da wir ich komme den ganzen Titel <laughs> ähm, Tales of Berseria zum Beispiel ist, ist das Aktuellste, das neu rausgekommen ist. Ähm, Mega gut, wer, wer Anime-Ästhetik und RPGs mag, unbedingt, unbedingt mal probieren. Ähm, ich bin ein großer Fan von Pokémon. Äh, Habe ich gespielt, seit, ne, seit es rausgekommen ist bei uns und seitdem in jeder Generation mit dabei. Äh, ich komme wahrscheinlich auch nicht mehr weg davon, aber gut, will ich vielleicht auch gar nicht. Ähm, ansonsten so eine kleine Nische, die ich mag, sind Rhythm Games. Ich bin einfach ein großer Freund von Musik. Und ne, wenn ich dann Musik und Games kombinieren kann, umso besser. Ne. Ich mag es einfach so einfach im Takt oder zur Melodie, zum Gesang, wie auch immer, einfach mitzutippen. Keine Ahnung, das ist einfach was, was mir mega Spaß macht. Und ähm, da mag ich zum Beispiel die Project Diva-Reihe ganz gerne, weil ich einfach auch Vocaloid-Fan bin. Und ansonsten gibt es ja extrem viele Mobile-Games ähm, zu irgendwelchen, keine Ahnung, Idol-Franchises oder so, die dann auch ein Rhythm-Game mit dazu bekommen. Äh, da Stecke ich ein wenig in der Hölle drin. <laughs> oh oh. Oh oh, aber nein, mein, äh, mein Geldbeutel, nein, mein Gelbbeutel, <laughs> der, der bleibt geschlossen. Der bleibt geschlossen für Gacha. Ein bisschen ja besser als meinem. <lacht> <lacht> aber da, dazu muss ich sagen, ich habe auch. Ähm, ich, ich hatte früher ein kleines Gatscha-Problem und jetzt aber nicht mehr. Ähm, ich habe ich hab daraus gelernt. Und jetzt, jetzt weiß ich nämlich, wenn ich anfange, dann höre ich nicht auf, deswegen lasse ich es lieber gleich sein. Ähm, und ansonsten, ja. Ähm, was ich dann eher nicht spiele, sind dann so, weiß ich nicht, ähm, ja, First Person-Shooter ist meistens nicht so mein Ding. Ähm, aber wobei es da auch eher die, ja, auch da eher so die, die Multiplayer-Games sind, die ich dann eher vermeide. Manchmal, manchmal ist sowas dabei wie Fallout, was ich ganz gern mag, oder ähm, Half-Life äh, 1 und 2 Top. Es ist einfach... Es ist eigentlich eine ganz, ganz bunte Mischung bei mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Genre an Videospielen gibt, wo ich sage, oh nee, das geht gar nicht. Das ist einfach so... Ja, wenn es mir gefällt, wenn ich denke, ja, das, das macht mir Spaß, das gefällt mir, das sieht gut aus, dann spiele ich es einfach. <laughs> Wie sieht es bei dir mit Horrorspielen aus? Oh, Horrorspiele. Ähm... Um, das wäre nämlich das Genre, wo ich sagen müsste, da müsste ich passen. Ähm... Um, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich überlege gerade, habe ich jemals wirklich ein Horror-Game gespielt? Also ich habe ich hab Streams davon durchaus gesehen. Ähm, was ich manchmal ganz interessant finde, sind die, ähm, die zum Beispiel so, so RPG-Maker-mäßig sind, also die jetzt nicht total auf äh, irgendwie realistische Gore-Darstellungen oder so gehen, um gruselig zu sein, sondern wo es halt echt um die Musik und die Atmosphäre geht, ähm, habe ich ja wie gesagt selbst eigentlich nie gespielt. Finde ich vom Konzept her interessant. Weiß nicht, ob es was für mich wäre zum selber spielen. Vielleicht mal, vielleicht mal ein Halloween-Special oder so, aber ähm, ich sage jetzt nicht so, boah, bin ich ein Fan davon. Da, da schaue ich wirklich, dass ich immer die neuesten Games spiele oder so. Okay, dann würde ich sagen: Drei Fragen äh, machen wir jetzt noch zum Thema Videospiele, ansonsten gehen wir dann schnell weiter. Ähm, Frage Nummer uno, und zwar hast du vorhin schon teilweise beantwortet von Vincent Huber dass du ja Pokémon spielst und immer fleißig mit dabei bist. Was ist denn deine Lieblingsgeneration? Oh, meine Lieblingsgeneration ist die Nummer drei. Also Rubin, Saphir, Smaragd und äh, Feuerrotblattgrün können wir noch mitnehmen. Ähm ich, ich weiß noch nicht mal genau warum. Aber was thematisch irgendwie ganz gut dazu passt. Ähm, Rubin und Saphir waren die ersten zwei Spiele, die ich auf Japanisch auch gespielt habe. Ähm hab dann meistens nicht gecheckt, was ich mache, weil ich fast nichts lesen konnte. <laughs> Aber es ist einfach so. Mh, das war auch so eine Zeit, wo ich ähm, einfach auch angefangen habe, Sachen wirklich auf Japanisch zu schauen, ähm, bisschen die Aussprache zu üben, bisschen Katakana, Hiragana und so. Ähm, von daher steckt da sehr, sehr viel Nostalgie für mich mit drin. Und ich mag auch einfach, ähm, ich mag den Game Boy Advance einfach total gern. Ich finde, da sind so viele wunderschöne Spiele äh, drauf gemacht worden. Pixelgrafik, ne? bin ich ja bin ich ja ein Riesenfreund davon. Ist einfach, ja, das, obwohl ich mit Rot und Blau angefangen habe, ist bei mir der, der Nostalgiefaktor in der dritten Generation irgendwie am höchsten. Ich weiß nicht warum, das irgendwas ein bisschen schief gelaufen, glaube ich, aber gefällt mir einfach. Finde ich auch vom, vom Design her sehr interessant. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, die, pff, ist, ist so kein Problem, ja, ist immer noch eine schöne Antwort, ich will es nicht sagen, ja, aber die gleiche Antwort ist eigentlich immer die erste Generation und da finde ich jetzt mal <laughs> dritte Generation mal ganz erfrischend. Ähm, ja, aber, ja, ja, da teilen sich auch die Meinungen manchmal so um dritte Generation, fanden manche dann erstmal doof, aber ich meine, irgendwo machen sie alle Spaß, aber wenn ich einen Favorit nennen muss, das ist er. <laughs> okay, dann äh, Frage Nummer zwei, äh, Shinitri will wissen, welche Gacha-Hölle warst du denn? Okay, okay, okay. <laughs> Details, wir wollen Details wissen. Okay, ich gebe keine Informationen preis, wenn du nicht bereit bist, äh, in die Details zu gehen. Ähm, ich war sehr, sehr, sehr süchtig nach äh, Love Life School Idol Festival, als damals die englische Version rauskam. Und ähm, ich habe seitdem mit der englischen Version aufgehört. Ähm, spiele aber jetzt nebenbei ein bisschen die japanische Version, äh, natürlich, um zu lernen und nicht ähm, um. um Definitiv nicht für Gatscha, nein. Ich, ich spare immer ganz fleißig und bin, bin free to play, ja. <laughs> Aber ähm, ja, das war meine das war meine größte gatscha hölle überhaupt und äh, auch so die einzige, bei der ich ein bisschen übertrieben habe, muss ich zugeben. Und, äh, <laughs> Aber aus Fehlern kann man lernen manchmal. Und jetzt äh, jetzt bin ich da vernünftiger. <laughs> da muss man sich mal ein bisschen an die, an die Nase fassen, ja. Ich kenne das, ich kenne das nur so gut. Ähm, Frage Nummer drei: Bist du schon hippelig auf Taste of Rice? Oh ja, yeah, äh, vor allem hibbel ich auf, auf mehr Informationen. Ne? Also momentan, oh ja, <laughs> das, das wäre mal schön, ja. Also momentan, man kann es noch nicht so richtig einschätzen. Ne? Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, weil einfach noch zu wenig Material da ist. Aber ähm, ich freue mich überhaupt, dass auch ein, ein nicht mobiler Titel kommt, denn ähm, es gibt ja... Uh, Tales of Crystalia, was mir vom Charakterdesign von der Story her so gut gefällt, aber ich bin einfach kein Freund von RPGs, ähm, die ne, mobil ausgelegt sind und die dann ne, so gacha-lastig sind. Da bin ich doch jemand, der freut sich, wenn einfach, ne, wenn man ein Spiel zum Vollpreis kauft und man schmeißt es rein und ich entscheide, wann ich spiele und es gibt kein irgendwie Energiesystem oder so, sondern das zocke ich dann einfach mal drei Nächte durch und dann bin ich glücklich. <laughs> Okay, dann eine kleine Bonusfrage, die auch hier auf äh, Twitch schon mal gestellt wurde vom guten Kuma Berlin. Ähm, bist du aufgeschlossen gegenüber Minecraft? Hallo Kuma, erstmal. Ähm, ja, ja, ich äh, denke darüber nach. Ich bin ein totaler Minecraft-Noob, aber nachdem ich auch gestern die Collab gesehen habe, denke ich mir, mh, ja, vielleicht äh, schaue ich doch auch mal auf diesen deutschen VTuber-Server ne, und äh, mach da vielleicht mal mit. Es ist... Es ist bei sowas oft so, ich möchte nicht sagen, oh ja, mache ich mit und dann bin ich bei allen Hangouts und so mit dabei, weil ich auch leider diese Zeit gar nicht investieren kann. Deswegen, ich mache ungern Versprechungen, nur um dann zu sagen, äh, ja, nee, ich habe heute wieder keine Zeit und morgen wieder nicht und übermorgen wieder nicht, ne? Aber, ähm, ja, die Collab hat es mal wieder geschafft. Es reizt mich doch sehr, zumindest mal vorbeizuschauen. Ich bin auch persönlich der Meinung, das Spiel kann, ja mal, kann man immer irgendwie ausprobieren. Also, ich war anfangs auch skeptisch aufgrund des Looks. Ich bin eigentlich auch so ein realer Freund von. Von äh, Pixel Look, aber es geht auch ein Ticken zu pixelig. Deswegen war ich am Anfang so ein bisschen, ein bisschen skeptisch. Aber wenn man da ein bisschen nicht reingefuchst hat und merkt, was man alles so machen kann, dann ist es eigentlich äh, super spaßig. Also ich kann es nur empfehlen, zumindest mal reinzuschnuppern. Ja, vor allem mit den richtigen Leuten, ne? wenn man dann zusammen an irgendwas baut, kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das richtig bockt. Und es, äh, ja, man sieht ja auch, dass es unter VTubern sehr beliebt ist, ne? dann einfach zu sehen, Boah, wie, wie bauen die zusammen ihre kleine Stadt oder so auf? Das ist schon. Ja, es hat was. Es hat was. Es reizt mich doch ein bisschen, muss ich sagen. <laughs> Kannst du nur ans Herz legen. <laughs> okay, ähm, Kodo, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich zur Schnellsagerunde kommen. Ich glaube, das ist alles gesagt, was mich interessiert hat. okay Theoretisch haben wir nur drei Minuten Zeit. Also, ich glaube, wir müssen leicht überziehen. Man möge mir verzeihen. Ja, kein Problem, kein Problem. Äh Mach dir da, da keinen zu großen Stress. Alles gut. Wir, wir werden dafür sorgen, dass du definitiv noch zu, zu deinem 19-Uhr-Stream kommst. Keine Sorge. Das ist, das ist gut. Ähm, aber wir haben uns eine sogenannte Schnellsagerunde ausgedacht. Okay. Ähm, Kuro nennt es Quickfire. Ich weiß nicht, ob das der gängige Begriff ist. Ähm, Im ich, Grunde meine Schwachstelle gefunden. <laughs> äh, euch ist vielleicht aufgefallen, ihr stellt mir eine Frage und anstatt eine Antwort zu geben, fange ich erst mal an, 20 Minuten über irgendwelche umgehenden Themen zu reden, bis ich dann mal irgendwann zum Punkt komme. Ich, ich möchte, ich möchte einen, einen Deal vorschlagen, einen Kompromiss. Mhm. Wir ziehen diese Schnellsagerunde schnell durch und danach können wir noch auf einzelne Punkte noch mal näher kurz drauf eingehen. Schauen wir mal, okay, versuchen wir. Also, also im Grunde, das sind ähm, nicht erschreckend 20 Fragen. Okay. <laughs> ähm, die Fragen bestehen aus jeweils drei Wörtern, nämlich d-d oder d-d und du musst dich äh, möglichst schnell für eines der beiden entscheiden und dann geht's weiter. Ich gebe mein Bestes. Die ersten zehn sind noch ähm, eher so orthonormal, sag ich mal. Die äh, nächsten zehn, also die von zehn, äh, von, von elf bis 20, die sind dann eher insiderig, sag ich mal. Okay. Und ich bin schon sehr gespannt. Sehr gespannt. Okay, versuchen wir es. Okay, Schnellsagerunde. Ich habe es leider hier keinen coolen Banner, den ich hier auf Twitch losfeuern kann, deswegen. Okay, Frage Nummer 1: Sommer oder Winter? Winter. Tokio oder Kyoto? Kyoto. Berge oder Meer? Berge. J-Pop oder K-Pop? J-Pop. Katze oder Hund? Katze. Shonen oder Jojo? Shonen. Manga oder Anime? Mm, anime. Glühwein oder Kinderpunsch? <laughs> 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 Gute Wahl. Tee oder Kaffee? Tee. Ketchup oder Mayo? Mayo. <laughs> okay, Hälfte ist geschafft. Nummer 11. Okay. Seso oder not so? Say so, sei so. Ich zwinge niemand dazu, das möchte ich ja so gesagt haben. Okay, Frage Nummer 12: Final Fantasy oder Dragon Quest? Uh, Final Fantasy: Naruto oder One Piece? One Piece: Imoto oder Onechan? Onechan: <laughs> Tsundere oder Yandere? Sundere. Idle Master oder Love Life? Äh, oh. <laughs> <laughs> uh, Love Life. Lloyd oder Gratos? Huh. Gratos. Playstation oder Xbox? Playstation. Pokémon oder Digimon? Pokémon. Ich, ich, ich warte irgendwie, dass gleich, gleich irgendwie Ansturm kommt, aber okay. okay. Letzte Frage: Lucia oder Noel? Oh, oh, das ist, das ist gemein. <laughs> oh, oh. Mm. Mm, dann okay, wenn ich mich entscheiden muss, wenn ich mich entscheiden muss, dann sage ich, ich nehme Lucia für Charakterdesign, Ästhetik. <laughs> Wow. <laughs> ich lebe gefährlich heute. Ich merke schon, ich lebe sehr gefährlich äh, ja. in der Beantwortung dieser Fragen. <laughs> Aber du hast es geschafft. Das waren die 20 Fragen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe es geschafft. Oh, ich, ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Pachi, 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 Pachi. Pachi, Pachi, Pachi. <laughs> die Fragen waren natürlich teilweise absichtlich fies gestellt. Natürlich, natürlich. Ähm, ist okay, ihr habt, ihr habt nicht nach der, die das Nutella gefragt. Ich bin, ich bin sicher. Das belassen wir deinen Streams, ja. Das, 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 das fast machen <laughs> ja. wir nicht auf. Das wollten wir uns nicht, der oh, das, das, da, da kommt Oh, da kommt noch Krieg. Oh, yeah, yeah, yeah. Das, das fast machen wir nicht auf, ja. Ich weiß nicht, wer es angemerkt hat, was nicht sogar Kuri, weiß gar nicht. Auf jeden Fall der oder die Butter. Das gibt's ja oh, okay. da, auch noch. Das ist, ja, ja, stimmt. Das ist auch noch so eine Diskussion manchmal. Mm. Das, 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 das belassen wir dir, ja. Das, dies, ja dies, dies, ich... Diesen Krieg fangen wir hier nicht an. <laughs> Ich übernehme das. Ich opfere <lacht> mich. <lacht> ich salutiere. <laughs> okay, ähm, gehen wir mal kurz, kurz durch. Ich hoffe, ich kann mir die Antworten jetzt, jetzt merken. Ähm, Tokio, Kyoto, hast du Kyoto gesagt? Ja. Ähm, warum? Ähm, ich bin ein großer Freund einfach generell der Kansai-Region. Ähm, ich meine, Tokio, Tokio, geht die Post ab, ne? In Tokio ist ist immer was los. Ist Top, ne? gefällt mir auch sehr gut. Ähm, hier Shibuya, Shinjuku, mag ich alles sehr gern. Aber mein Herz hängt einfach an der Kansai-Region. Ich mag den Dialekt da total gerne. Ich mag das Essen. Hier Okonomiyaki zum Beispiel, absolutes Highlight. Ähm, von daher ist es einfach. Und als ich das erste Mal nach Japan geflogen bin, ne, habe ich auch angefangen in Osaka und dann bin ich weitergereist nach Kyoto. Meine, meine Freunde, die ersten japanischen Freunde, die ich kennengelernt habe, ähm, kamen auch aus Kyoto. Von daher. Da hängt, da hängt einfach sehr viel Herz dran, dass ähm, Tokio für mich so einfach nicht halt einfach ähm, ne, aus, aus persönlichen Umständen wegen, sag ich mal. Okay, finde ich persönlich interessant. Vielleicht können wir das irgendwann mal vertiefen, aber es wird es zu weit. Bin jetzt nur persönlich ein großer Tokio-Fan. Da kommen, da kommen sicher auch mal Streams, wo ich dann über Japan-Reisen rede und so weiter. Und glaub, glaub, da müssen wir, müssen, müssen wir mal tiefer mal, mal drüber reden, ja, weil ich rate jedem <laughs> vom Kyoto immer ab. Ja, ich sag mal so, noch, noch ganz kurz. Ich würde, also ich bin, ich bin kein Sightseeing-Typ. Von daher weiß ich nicht, wenn man jetzt nur nach Kyoto will, weil äh, hier dieses und jenes, diese und jene Sehenswürdigkeit da ist und so und man eigentlich irgendwie keinen kein Bezug dazu hat und irgendwie nicht die Gelegenheit hat, sich wirklich mit den Leuten ein bisschen zu integrieren, sage ich mal. Dann, ja. Hm. Aber gut, da, da kann man mal einen kompletten Stream draus machen, glaube ich. Auf jeden Fall sehr sehr interessant ja, aber da scheinen sich wirklich die Geister. Dann Shonen oder Shojo? Hast du gesagt Shonen, wenn mich ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, wie kommt es denn dazu? Ähm, Ist dir Shojo zu so Klischeehaft oder? Ähm, ich bin einfach mehr so der der abenteuerhafte Comedy-Typ, glaube ich, und da habe ich in in Shonen definitiv mehr was mir zusagt. Also ich bin ich würde sagen, ich bin für beides nicht jetzt so die Zielgruppe, aber Shonen vielleicht noch eher einfach dadurch, weil ich weil ich äh, Gintama sehr gerne mag. Ähm, bei den meisten Shonen-Serien ist aber auch so, da, ja, ich schaue vielleicht mal ein bisschen rein und habe so ein bisschen eine Ahnung, wie das ungefähr so ist, aber so richtig aktiv verfolge ich jetzt auch nicht unbedingt was, aber auch wenn ich, keine Ahnung, wenn ich so an, so an die meisten Franchises denke, auch, keine Ahnung, ich glaube, Pokémon oder Yu-Gi-Oh oder so, das würde man jetzt nicht unbedingt in diese Kategorie stecken, aber so alles, was so irgendwie mehr in Richtung Adventure, Abenteuer, Comedy ein bisschen geht, das ist dann doch eher meins als Shoujo. Aber gibt auch gibt auch gute shoujo serien ne? Ich habe ähm, keine Ahnung, äh, Nozaki kun zum Beispiel mochte ich sehr gern. So ab und an ist immer wieder mal was dabei, was mir doch dann auch zusagt. Hat auch ein sehr cooles Opening, finde ich persönlich. Oh, je, cool. ich, ich feiere das Opening so. Hm. Das habe ich keine Ahnung, wie oft schon äh, den Replay-Button auf YouTube gedrückt. Ich es super gut. Mm. <laughs> das ist richtig, richtig gut. Das macht einfach Laune. Das ist wirklich das würde ich so, so eine gute Laune-Song, ja, wachs morgens mhm. auf, ja, knallt erstmal nur Saki kun rein. Yeah. Ja, und <laughs> dann ist der Tag schon mal Sonnenschein. <laughs> dann lass wir mal sehen, was du hast relativ lange ähm, kurz überlegt. Ähm, ich glaube, bei Final Fantasy oder Dragon Quest warst du, glaube ich, kurz am überlegen. Da war, ich, da war ich am Überlegen, weil ich beides nicht wirklich zocke. Aber äh, Final Fantasy hat dann doch gewonnen, weil ich ähm, Tactics Advance sehr gerne mochte. Und ähm, Theatrhythm Rhythm Final Fantasy natürlich als, äh, als Rhythm Game-Fan. Äh, ich glaube, gab's... Ich weiß nicht, ob ich mich gerade falsch erinnere, ob es da nicht zu Dragon Quest auch eins gab. Aber... Ähm, das Von Final Fantasy ist das, was ich gespielt habe. Und demnach geht, geht mein Vote einfach jetzt an Final Fantasy. <laughs> ähm, dann bei CESO oder Notso kam zwar relativ schnell CESO, aber so, aber so, so richtig, so richtig, ich ähm, sag mal, so richtig sofort überzeugend klang das jetzt auch noch nicht. Oh, oh, du glaubst mir nicht, du glaubst mir nicht. <laughs> Wir warten mal ab, ja. Also, der Debütstream war, Debüt war immer noch ganz nett, aber wir wissen alle, Debütstreams, ja, das sind nette, nostalgische Zeitreisen. Ähm, das entwickelt sich alles in Inter ganz anders wie äh, ursprünglich. Mal sehen, wie sich die Reise entwickelt. Mal sehen, mal sehen. <laughs> dann, ähm, Idle Master oder Love Life. Da warst du dann ähm, bei Love Life, aber du musstest doch, glaube ich, erstmal äh, die Luft durch die Zähne ziehen. Ja, ich muss sagen, ich. Ich glaube, bei, bei Love Life bin ich einfach ein bisschen. Also, ich bin jetzt bei beiden nicht mehr so. Ich verfolge beides jetzt nicht wirklich. Also, auch bei Love Life zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen Anime, den ich aber auch noch nicht geschaut habe. Ähm, vielleicht schaue ich da mal rein. Aber Love Life ist dann doch mehr. Da habe ich dann doch eher persönliche Erinnerungen dazu, die über äh, Gacha Hölle und Rhythm Games hinausgehen, einfach weil ich da auch Freunde dadurch gefunden habe und weil ich mh, einfach die, die Interaktion unter den Charakteren auch im Anime einfach äh, herziger fand als jetzt bei Idolmaster zum Beispiel. Aber ja, doch, der, der Punkt geht dann doch an Love Life. <laughs> Für mich zumindest. Ich bin jetzt nicht so eine eile Geschichte. Dann gibt es eigentlich Leute, die beides gucken oder beides verfolgen oder sind das ja, oder sind ich das doch. sind es auch immer so, so ein bisschen. Also deswegen haben wir auch diese Pokémon- und digimon frage reingebracht. <laughs> Weil ähm, da scheiden sich auch immer die Geister. Die einen sagen ja Pokémon über alles und die anderen sagen, ähm, beziehungsweise Digimon ist ja nur ein Klon von Pokémon. Ähm, <laughs> Dann in der deutschen Anime-Szene ist ja, "Lebt deinen Traum ist so ein bisschen die Nationalhymne. Oh also, ja, ja. Deswegen ähm, scheiden sich da immer so, so ein bisschen, bisschen die Geister und ähm, du hast dich da aber auch für Pokémon entschieden, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich würde sagen, also ich mag Digimon. Ja, vor allem auch, aber Digimon mag ich mehr so auch wegen der Musik, wegen der Nostalgie, wegen, weil, weil der Anime einfach ähm, emotionaler war, würde ich sagen. Ähm, aber gut, ich, ich bin jetzt bei beiden nicht mehr nicht mehr so vorne mit. Der, ja, wohl Pokémon, die, also die ganz neue Serie habe ich noch nicht gesehen. Äh, Sonne und Mond habe ich geschaut. Ich bin, ich bin in Pokémon einfach ein bisschen. Tiefer drin, sage ich mal, ist auch das größere Franchise, ist vielleicht etwas unfair, aber einfach das, das Design der Pokémon sagt mir mehr zu als jetzt das Digimon-Design. Aber es ist, also, wenn ich jetzt nicht die Entweder-Oder-Frage beantworten muss, dann ist die Antwort, ich mag beides. Ne? Aber mh, wenn also, ich mich für eins entscheiden muss, dann ähm, bin ich doch ein etwas größerer Pokémon-Fan, einfach auch wegen, wegen der Games und so. Aber ich, ich finde, man kann durchaus beides mögen. <laughs> Absolut, absolut legitim. Die Fragen sind ja fies, das ist ja alles absichtlich so, ja, so eine also Reiberei. Das äh, ist auch unterhaltsamer, ne? <laughs> so, die Reibereien sollen natürlich hier absichtlich entstehen. Ja. Äh, dann, Rusia oder Noel, da warst du ja auch ein bisschen... <laughs> oh, das ist, das ist, so fies! <laughs> ja, ich, ich, weiß, deswegen haben wir es... <laughs> <laughs> das, deswegen haben wir es ja. Also ich bin Morgen. sehr zufrieden mit der Antwort. Jetzt kommt erstmal der Callout Post. Äh, Karin hat gesagt, ein ein ist besser als der andere, ne? Also das das möchte ich jetzt so nicht, nicht, nicht so nicht so gelten lassen. Ja, das ist das ist wie gesagt, die Frage ist natürlich absichtlich so gestellt, ja, dass immer eine gewisse Reiberei hier entsteht. <laughs> ähm. Aber ich, ich sage mal so, wer wer Whole Life kennt oder wer, wer die beiden kennt, der kann eventuell auch nachvollziehen, ja, in welche Frage das Ganze abzielt. Und Just für der Lulz musste das rein. Euch sei vergeben. Puh, nochmal noch Glück gehabt. <laughs> Gerade nochmal so. <laughs> noch so. Gut. Ähm, Udo, hast, hast du noch was? Nee, ich glaube, wir sind soweit weit fertig. Weil dann würden wir jetzt noch ein paar Zuschauerfragen aufgreifen und dann zu langsam auch Richtung Schluss kommen. Ähm, dann schaue ich mal hier so, was hier noch so rumschwubbelt, ob ich hier noch irgendwas was, was Cooles finde. Ah, genau, ich glaube, es haben schon zwei Leute die Frage gestellt. Und zwar, hast du denn vor, nur live zu machen oder willst du auch so eine Art Podcast oder aufgenommene Videos äh, posten? Ähm, also, momentan ist auch ein bisschen eine Zeitfrage. Äh, momentan sind nur Livestreams geplant, weil das irgendwie auch so ein bisschen. Mein Konzept ist, sage ich mal, dass man wirklich zusammenkommt und sich live unterhält, dass so eine kleine Community entsteht. Videos oder ja, Podcasts. Ich bin, ich bin ein Fan von Podcasts selber. Das wäre ein Format, das ich mir durchaus überlegen würde. Ähm ja, das ist eine Überlegung wert. Da ist nur die Frage, als wenn ich kenne, also ich habe jetzt schon mitbekommen, es besteht so Interesse, dass immer mehr ne, auch äh, VTuber-Interviews auf, äh, auf der deutschen Seite kommen, ne, so wie heute jetzt. Da stelle ich mir dann die Frage, ähm, was mache ich dann, wenn andere Leute das schon machen? Ne? Ähm, was wäre dann vielleicht für einen für Podcast noch. Ähm, noch eine Möglichkeit. Ist auch die Frage, ähm, kombiniere ich das vielleicht mit dem Japan-Stammtisch? Na, ne, hole ich mir da vielleicht mal Gäste und dann wird das so ein bisschen podcastmäßig vielleicht. Ähm, schwer zu sagen, gerade wenn man so am Anfang steht. Ne? Ich schaue immer ganz gern bei kreativen Dingen, wie entwickelt sich das alles noch so? Weil, wenn man ne, zu sehr plant, dann äh, klappt irgendwie doch nichts mehr und dann, na, dann sind nur alle enttäuscht am Ende. Aber. Ja, also Videos, wie gesagt, äh, so klassische VTuber-Videos sind momentan nicht geplant, nur die Livestreams. Ähm, die Words gibt's natürlich alle. Und äh, aber ja, über einen Podcast, das ist eine gute Idee. Da würde ich, würd ich mal nachdenken, das halte ich im Hinterkopf. Kurzer Einschub, gerade noch hier auf, von GenieTree auf Twitch geschrieben, ja, sie musste Rushia wählen, hätte Rushia erfahren, dass sie noch andere VTuber schaut, wären Karin durch Rushia um die Ecke gebracht worden. Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch, nur, auch nur ein Faktor, der natürlich mit reinspielt, ja. Also, alle schauen natürlich nur Rouge hier. Ja. Ist, ja ist ja alles nur eine Show. Dann, ähm, der Buchhalter nur angemerkt: äh, Stream-Highlights wären mega nice. Ähm, da du ja Teil von Via Idol bist, vielleicht kannst du da kurz einen Einblick geben. Plant ihr sowas, so äh, so Zusammenschnitte oder so, ja, so, so Clips, wie man es auch aus anderen. Oder von anderen YouTubern kennt? Clips sind natürlich, sind natürlich der Wahnsinn. Ähm, wichtig, äh, das Problem ist, dass ich die Zeit selbst dazu leider nicht habe. Ansonsten äh, hättet ihr meinen Patzer aus dem Debüt, ihr wisst, welchen ich meine, ähm, schon längst als Ach. extra Video hochgeladen und überall geteilt. Ähm, nee, es ist, es ist momentan echt eine Zeitfrage. Ähm, falls wir Leute im Publikum haben, auch bei, bei den Streams generell, die Clips gerne erstellen. Äh, wir ermutigen das natürlich. Das ist kein Problem. Dürft ihr, dürft ihr alle gerne machen und hochladen und so weiter. Ähm, momentan passiert bei uns sehr viel hinter den Kulissen. Ne? Wir wollen natürlich auch überlegen, ne? so zweites Mitglied und so weiter. So jetzt am Anfang ne, ist, ist schon okay, wenn es erstmal nur ich bin, aber ähm, es wird halt es wird viel gemacht mit wenig Leuten. Deswegen ähm, können wir das momentan als Projekt äh, mhm. noch Clips machen nicht mit aufnehmen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich, ich schaue ja selber auch gerne Clips und so weiter, deswegen würde ich das voll und ganz unterstützen. Ähm, ich, ich hoffe, es kommt. Also einen Clip habe ich gesehen. Einen Clip habe ich gefunden von mir. Ähm, oh, nice. Von dem Moment, wo, ich, wo mein Mikrofon am Anfang erstmal äh, dezent gemutet war. Das ist dann angenehm. Es gab noch einen ganz anderen Patzer bei dir im Debüt. <laughs> ja, Jetzt, ja. wo ich es jetzt gesagt habe. Ne? Ähm, aber ich meine, gut, äh, da kann man drüber lachen, ne? Wenn es wirklich ein Patzer gäbe, wo ich sage, oh, oh mein Gott, das darf nicht im Internet verbreitet werden, dann äh, würde ich meine Videos löschen. Ne? Also ich, ich nehme das mit Humor. Und von daher, ähm, ja, ich, ich ermutige <laughs> es, wenn die Leute Bock auf Clips haben. Und gerne Clips machen, könnt ihr sehr gerne. Ich hoffe, dass wir irgendwann auch von unserer Seite da etwas nachhelfen können. Und vielleicht ich auch von meinen Collabs irgendwann ähm, irgendwas rausschneiden kann. Denn da werden sich einige kommen mit einigen witzigen Momenten. Und äh, ja, ich hoffe, dass die Clip-Szene doch auch auf der deutschen Seite wächst. Ihr müsst nur der Frage der Zeit. Je mehr auftauchen, desto früher oder später wird das auch dann wahrscheinlich auch geklippt werden. <laughs> oh ja. <laughs> Und dann eine Frage von Exobase. Ähm, wann kommt dein Discord-Fanserver? Der ist in Arbeit, kann ich, kann ich sagen. Der kommt wahrscheinlich nächste Woche. Ähm, wir setzen das gerade noch ein bisschen auf und äh, schauen, dass die Regeln passen und so weiter. Ne? Dass, nicht so, dass kein Chaos herrscht bei uns. Kein zu großes. Ähm, aber ja, der, da, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Woche kommt. Wir müssen nur ein bisschen, bisschen Feinschliff machen. Aber dann äh, ist der bereit für die Öffentlichkeit. <laughs> da bin ich mal gespannt. Gib mir auf jeden Fall Bescheid. Auf weiß jeden Fall kommt, äh, kommt sich auch auf, auf Twitter und so. Und äh, weiß ich nicht, ob ich auf eurem Server auch dazu posten soll oder so. Ich will euch keine Mitglieder wegnehmen. Ähm, <laughs> ihr habt ja eigentlich eine, eine ganz nette Community, die auch super übersichtlich ist. Aber ja, doch ein, ein Server für einen bestimmten VTuber ist dann, glaube ich, doch nochmal was anderes. Persönlich, also, es ist meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, wie es Kuro so sieht, aber ähm, ich persönlich sehe es nicht so eng. Ich meine, wir haben ähm, schon einen Server-eigenen, oder uns gibt es einen Server-eigenen ähm, Discord-Server für Tyler. Dann gibt es mhm. ja den äh, German VTuber Gang. Yep. Ja. Naja, ich hoffe, ich darf den Namen so sagen oder nicht, dass irgendwie einer der Admins, Arietti, oder so äh, mich, mich hops gehen lässt, <laughs> äh, weil ich jetzt den Namen hier verraten habe. Ähm, es gibt ja schon auch so, so einige und, aber die sind alle thematisch halt noch so ein bisschen anders, ja. Und das mhm. Unser Server hier ist dann generell allgemeiner VTuber-Fanserver, nicht jetzt auch nur für die deutschsprachige Szene, sondern ganz allgemein, wobei wir natürlich auch. Hoffen, dass wir auch einen gewissen Beitrag dazu also leisten können, eben auch die deutschsprachige Szene da auch so ein bisschen voranzutreiben oder ein bisschen ein bisschen zu pushen und ein bisschen Werbung dafür zu machen. Ähm, da werden wir nicht alle irgendwie so alle auf Englisch und Japanisch immer ausweichen müssen. Mhm. Ja, ich denke, so, so Events wie heute, die tragen auch einen, <kühlen> einen Teil dazu bei. Von daher. Deswegen, deswegen machen wir das. Ja, aber es, es läuft, es läuft, würde ich sagen. <laughs> Gut, dann, äh, Kuro, hast du noch irgendeine Frage gefunden, die du irgendwie noch interessant findest? Ich glaube, wir haben das Wichtigste abgedeckt, ja. Ja, ein großes Gummenda, wenn äh, hier irgendeine Frage jetzt untergegangen ist, beziehungsweise eine Frage nicht gestellt worden ist, aber wir müssen echt ein bisschen auf die Zeit gucken. Und äh, hier gibt es so also manche Fragen, aber die verstehe ich selbst nicht so ganz. Deswegen, äh, bevor wir da hier groß ähm, uns in Definitionen, in Definitionen äh, verschachteln, äh, würde ich das erstmal bitte überspringen. Mir möge das uns bitte nachsehen. Um. Und äh, wenn ich einwerfen darf, ich habe ja um 19 Uhr meinen Stream. Wer dann da noch Zeit und Lust hat, ähm, kann auch sein Glück versuchen. Ich sage sein Glück versuchen, weil ich nicht einschätzen kann, wie viele Leute kommen und ähm, wie viele Fragen eventuell oder beziehungsweise was sich im Laufe des Themas ergibt. Ähm, aber es ist natürlich immer eine Chance. Ich schaue immer auf den Chat und wenn mir was ins Auge sticht, dann ne, quatsche ich manchmal auch drüber. Also, ähm, das ist echt, wir ignorieren niemanden. Wir müssen nur wirklich auf die Zeit schauen, denn ich muss mich auch vorbereiten auf den Stream. Und so. <laughs> genau, und das möchte ich dann kurz auch gleich als Überleitung nutzen. Du hast jetzt gleich um 19 Uhr ja deinen ersten Stream, wenn wir jetzt mal so deine Bühne als Episode 0 betrachten, sag ich mal. Ähm, du hast ja vorhin schon mal kurz angeschnitten. Was erwartet uns denn um 19 Uhr? Äh, genau, 19 Uhr der erste Japan-Stammtisch, ähm, in dem ich einfach genau das Format ein bisschen vorstellen will. Und äh, ich möchte anfangen mit der Einstiegsfrage. Ich möchte alle so ein bisschen in Nostalgie schwelben lassen. Wie sind wir denn alle auf Japan gekommen? Ne? Was war denn so, keine Ahnung, so Themen wie, was war denn unser erster Anime? Oder, ähm, keine Ahnung, was verbinden wir mit damals? Haben wir damals alle mit Pokémon angefangen oder so? Oder, keine Ahnung, vielleicht von den jüngeren Leuten, die zuschauen und jetzt äh, Interesse an haben, ne? Ähm. Ich meine, ich denke, viele, so sowas unserer Altersklasse, ähm, ohne jetzt mein Alter verraten zu wollen, ich bin natürlich viele, viele tausend Jahre alt, aber ähm, viel, bei vielen von uns kam natürlich, kommt natürlich, äh, ja, wir haben so angefangen mit Pokémon, Sailor Moon, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, und ich finde es ich interessant, ob denn vielleicht jetzt unter den Neulingen, sage ich mal, Leute dabei sind, die irgendwie mit, keine Ahnung, One Piece-Folge 700 angefangen haben oder so, ne? Einfach ein ähm, bisschen was. Über unsere Generation, über die nächste Generation erfahren und wir schauen einfach, wohin uns dieses Gespräch führt. Das ist, das ist der Plan. <laughs> ja, wir sind ja mittlerweile auch in einer Zeit, in dem ja viele Generationen, das Video, oder sagen mal, viele Einstiegspunkte schon vorhanden sind. Ähm, lustiger Fun Fact: ähm, Ich habe neulich äh, mal meine erste Animani-Ausgabe gezeigt. Uh. <laughs> ähm, seiner Reaktion zur konnte er damit gar nichts anfangen. Und das sagt dann auch schon, das sagt dann auch schon viel aus, ja. Ich habe noch nicht mal. Ich wir drüber gestolpert, weil ich alle aufgehoben habe. Meine erste, allererste animania ausgabe vom Jahre 2000 mit einem Cover von Record of Lord War. Oh. Und oh. Ähm, das sagt schon einiges. Ja, ich bin halt Generation Sailor Moon. Mhm, mh. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da später dann äh, so, so alles so für, für Antworten, Meinungen und Stimmungen so reinkommen, weil ich glaube, das Feld ist mittlerweile halt echt breit gefächert, weil es. Also so viele Jahre schon dass schon dazwischen sind und da gibt es wahrscheinlich so viele unterschiedliche Einstiegspunkte, dass ich echt mal mhm. dann gespannt bin, worauf wir denn später dann hinauskommen. Das wird auf jeden Fall. Ja, ich, ich bin selbst sehr neugierig, was das alles auf mich zukommt. Das ist das Schöne, ich kann es nie einschätzen. <lacht> Lass <lacht> dich überraschen. Und, ne? und das ist einfach was, das gibt's halt so bei anderen VTubern noch nicht. Noch nicht. Okay, dann äh, vorletzter Punkt. Ähm, ja. Wir hätten gerne noch einen Ader Ada von dir. <laughs> oh, das kommt jetzt, das kommt jetzt äh, jedes Mal, wenn irgendwo ein Interview oder ein Stream ist. Ich merke schon. Okay. Okay, versuchen wir es mal. Okay. Nur für euch, heute nur für nur für Twitch, nur für Discord. Ara <laughs> <laughs> ah, Reiter in der Kokoro. <laughs> das freut mich. Das freut mich. <laughs> sehr schön, sehr schön. Ja, dann sind wir eigentlich schon zum Abschluss angelangt. Ähm, hast du noch irgendeine Botschaft an die Zuhörer? Müssen wir irgendjemanden grüßen oder generell einfach noch ein paar Worte verlieren? Und ja, The Show is yours. Ähm, Grüße an alle Zuhörer. Ähm, äh, wir sehen uns in ein äh, paar Minutes, wenn ihr zum nächsten Stream auch noch kommen wollt. Ähm wenn nicht, dann einen schönen Abend an alle und natürlich Gruß an alle deutschen VTuber da draußen. Ich weiß nicht, ob gerade welche im Publikum sind. Ähm, aber egal, äh, schaut. Ich habe schon, hab schon ein paar gesehen. Oh, ich, äh, genau, Kuma, Kuma war vorher da. Den, den weiß ich auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, äh, schaut deutsche VTuber, unterstützt deutsche VTuber. Ähm, ähm, äh <laughs> hm, was, was kann ich noch sagen? Nee, es ist. Das, das beschreibt meine Gefühle momentan. Wunderbar. Dann, Karin, dann möchte ich mich, beziehungsweise auch im Namen von Kulo wahrscheinlich, hoffentlich, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber natürlich, kein Problem. Ja, wir, wir, wir folgen äh, deiner Karriere mit großem Interesse. <laughs> ich meine auch. Ich habe keine Ahnung, wo es mich hinführt. <laughs> Ähm, gut, vielen, vielen Dank. Dann an Allgemeinheit noch, denn das war heute unser erstes Interview mit einem deutschsprachigen YouTuber. Wir werden noch weitere nach aktueller Planung führen. Ähm, eventuell, ich, er weiß noch nichts von seinem Glück, eventuell werden wir auch mal den Geschäftsführer von Via Idol auch mal einladen. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Ja, da weiß noch ich nichts von seinem Glück. Nix. Ich sag mal nichts. Um auch mal so einen, so einen Blick hinter, hinter die Kulissen zu bekommen, das finde ich ja persönlich immer, immer ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, würde uns freuen, wenn ihr uns allen hier gewogen bleibt, ähm, auf dem Discord und vielleicht das nächste Mal dann auch wieder auf Twitch und hier dann sowieso. Nochmal vielen, vielen Dank an Karin. Und dann äh, Kudo darfst natürlich auch noch ein bisschen was sagen. Ja, ich äh, sage eigentlich eher. Ungern viel, deswegen einfach <laughs> möchte ich mich dafür bedanken, dass du heute bei uns warst, dass du die Fragen beantwortet hast nach deinen Möglichkeiten und ich freue mich schon aufs das nächste Mal, wenn wir dann einen anderen Gast bei uns begrüßen dürfen. Ja, ich bin auch schon gespannt, äh, als nächstes Mal als Zuhörer dabei zu sein. <laughs> bin, mal, bin mal gespannt. Ich habe schon so, so ein paar Namen im Blick, bzw. So ein paar Namen im Kopf, aber ich frage das natürlich noch nichts. Aber ähm, die Leute dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Gut, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.